Hi, hier ist Alex Haug. Heute geht es mir um ein neues Fotobearbeitungsprogramm, was ich im Vorhinein schon mal testen durfte. Es heißt Luminar. Manche kennen es vielleicht als Plugin für Lightroom oder Photoshop. Es wird jetzt aber in Zukunft ein eigenständiges Programm sein, was einmal Geld kostet und nicht wie eben man das jetzt leider bei Lightroom oder auch bei Photoshop gewöhnt ist, ein Abo bezahlen muss. Das ärgert sehr viele, mich auch. Deswegen habe ich ja auch schon vor einiger Zeit Affinity Photo mir gekauft. Heute soll es aber um Luminar gehen, eine Bildbearbeitungs- und auch Verwaltungssoftware, die wie gesagt ganz neu ist und ich wirklich empfehlen kann. Ich habe leider noch nicht viel Zeit gehabt, mir es genau anzugucken, aber ich würde einfach mal gern kurz euch vorstellen, was so grundsätzlich da geht. Ein Grund, warum ich jetzt noch nicht dazu gekommen bin, ist, ich arbeite auch als Lichttechniker und war bei einem Tanzfestival sehr stark eingespannt, aber davon habe ich jetzt wenigstens ein paar schöne Bilder. Dann nehmen wir doch das gleich mal und öffnen die Software. Das ist wirklich von Grund auf neue Software, die mehr kann als nur so ein bisschen Color Grading. Man sieht hier schon, es geht um Ebenen. Man kann Filter hinzufügen, die schon vorgegeben sind, oder eben auch alles, was man so braucht, schön mit Erklärung. Das gefällt mir sehr gut. Also man hat mehrere Möglichkeiten, ein Bild zu bearbeiten. Einmal, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt, hier mit den bestimmten Ebenen kann man einfügen und dann bearbeiten einzeln. Oder, ich lösche das mal wieder, hat man hier unten schon vorgegebene Filter, die man auch bearbeiten kann. Jetzt zum Beispiel, was nehmen wir da, Classic BW, und kann dann hier gleich dran arbeiten. Ist jetzt nicht so der Wahnsinnskracher. Das Verlauf gibt es auch wie gewohnt. Wo war, das fand ich nämlich wirklich schön, Clearworkstack. Ah, hier ist es auch. Schnell und genial. Einfach nur wirklich, wenn es um die Farbe geht. Was ich aber echt gut fand, kann es wieder wegmachen. Man kann auch immer eigene erstellen. Essentials, zack. So, da hat man alles, was man so kennt, auf einmal aufgereiht. Tone, Akzente, Weißabgleich. Dann kann man sich noch zum Beispiel, wo ist es? Sättigung, Klarheit, Abstiche, Schärfen. Also hier, Bildrauschen entfernen ist auch wichtig. Kann man sich hinzufügen. Hier unten. Zoomen ist auch kein Problem. Ich möchte jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen. Wie gesagt, ich habe das jetzt ganz kurzfristig zum Test bekommen und habe leider noch nicht so viel Zeit gehabt, mir das genau anzuschauen. Ich habe nur gemerkt, es ist wirklich alles da, was man sich so wünscht als Fotobearbeitung und mit ein paar Überraschungen, dass man, wie gesagt, hier Ebenen einfügen kann. Was kann es noch? Es hat alle Werkzeuge, die man sich so vorstellt. Man kann maskieren, also zum Beispiel das Freistellen hier, was immer notwendig ist, um nochmal wirklich einen geraden Horizont zu bekommen. So alles, wie man das so kennt. Auch die verschiedenen Formate sind vorgegeben. Auch zum Beispiel Facebook-Cover finde ich ganz nett. Man kann sich Benutzerdefinierte einrichten. Dann kann man die ganze Sache einfach horizontal spiegeln. Drehen ist möglich. Also eigentlich alles, was man wirklich so braucht in der Richtung. Kleine Dinge reparieren ist auch kein Thema. Da bietet sich zum Beispiel hier der Mikroständer an. Wir probieren es mal. So eine Sache, ob das ganz gut gelöst wird. Schauen wir mal. Ja gut, also da müssten wir jetzt noch ein bisschen weiter rummachen. Wie gesagt, ich werde noch ein ausführlicheres Tutorial für Luminar machen. Ich würde aber jetzt schon sagen, dass ich dieses Programm wirklich empfehlen kann. Gerade für Anfänger, Einsteiger, die sich mit der Fotografie stärker auseinandersetzen und 60 Euro investieren können. Jetzt gerade vor Weihnachten vielleicht noch sich was Gutes tun wollen oder jemand kennt, der
fotografieren möchte. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Sache. 60 € ist meiner Meinung nach wirklich ein vertretbarer Preis. Vor allem ist es eben einmal. Im Moment kostet es noch 59 € plus Bonuspakete. Die Bonuspakete sind diese Plugins, die kosten normalerweise extra. Das bekommt man also ein HDR zum Beispiel oder nochmal ein stärkeres Tool für Noise. Ja. Wäre schön, wenn ihr meinen Affiliate-Link in der Beschreibung nutzt. Ich werde auch, wenn es aktuelle Sachen gibt oder auch Links zu meinen anderen Tutorials, wenn da was Aktuelles, werde ich das dazu packen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, Erfahrung. Hier kann man sich auch noch mal in Ruhe anschauen, was die ganzen Tools können. Ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.